Der Sonnenstein oberhalb der Stadt Pirna. In der ehemaligen sächsischen Landesfestung wurde die königlich sächsische Heil- und Verpflegungsanstalt Sonnenstein eingerichtet. Sie gilt als erste staatliche psychiatrische Einrichtung Deutschlands. Dort sollten Patienten nicht nur verwahrt, sondern auch geheilt werden. 130 Jahre später entstand hier einer der schlimmsten Orte nationalsozialistischer Verbrechen in Sachsen. Eine Vernichtungsanstalt. Die Gedenkstätte Pirna Sonnenstein erinnert heute daran. Die Nationalsozialisten begannen bereits ab 1933 Forderungen nach der Ausgrenzung von Menschen mit psychischen Erkrankungen und geistigen Behinderungen praktisch umzusetzen. Mit dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses begann die unheilvolle Entwicklung. Hunderttausende als erbkrank geltende Menschen wurden bis 1945 durch operative Eingriffe unfruchtbar gemacht. Auch in Pirna gehörten Zwangssterilisationen fortan zur Anstaltspraxis. Das sächsische Innenministerium forderte ab Dezember 1939 für nahezu jeden psychiatrischen Patienten einen Meldebogen an. Er bildete die Grundlage für den späteren Patientenmord. Die Landesanstalt wurde nach Kriegsbeginn aufgelöst und diente bis Mai 1940 teilweise als Lazarett. Im Rahmen der nationalsozialistischen Vernichtungsaktion T4 wurden in Pirna Sonnenstein Teile der Anstalt genutzt. Die Adresse der leitenden Zentraldienststelle lautete Berlin, Tiergartenstraße 4, kurz T4. Pirna Sonnenstein wurde zum Ort des systematischen Massenmords. Eine Gaskammer, zwei Verbrennungsöfen und ein Schornstein. Menschen wurden ermordet, die zuvor in Heil- und Pflegeanstalten, Altenheimen oder Behinderteneinrichtungen lebten. Vor allem aus Sachsen, Thüringen, Franken sowie aus Gebieten im heutigen Polen und Tschechien. Im Sommer 1941 wurden auch jüdische, polnische, tschechische und deutsche Häftlinge aus Konzentrationslagern auf den Sonnenstein verbracht. Von Juni 1940 bis August 1941 wurden in der Tötungsanstalt Pirna Sonnenstein 14.751 Menschen ermordet. Im gesamten Deutschen Reich fielen mehr als 70.000 Menschen der Aktion T4 zum Opfer. Die in Pirna gemachten Erfahrungen bei der Selektion und Ermordung von Patienten wurden danach in den Vernichtungslagern bei der systematischen Vergasung von Juden genutzt. Dabei kam auch Personal der Tötungsanstalt Pirna Sonnenstein zum Einsatz. 1940 gab es vereinzelte Proteste gegen die Krankenmorde. Die Ausweitung des Zweiten Weltkriegs stand unmittelbar bevor. Ganze Teile von Heil- und Pflegeanstalten wurden geleert. Am 24. August 1941 wurde nach dem Protest des Münsteraner Bischofs von Galen die Aktion T4 auf Weisung Hitlers abgebrochen. Ein Jahr später entfernten die Nationalsozialisten in Pirna fast alle baulichen Hinweise auf die Verbrechen. Heute erinnern Dokumente in der Gedenkstätte Pirna Sonnenstein an Schicksale der ermordeten Menschen. Am 29. Dezember 1933 wurde Christa Gabriel in Dresden geboren. Mit der Zeit stellte sich heraus, dass sie sich langsamer als ihre Zwillingsschwester Sigrid entwickelte. Christa kam deshalb in den Katharinenhof nach Großhennersdorf. Es war eine Einrichtung der Inneren Mission Sachsen für Kinder und Jugendliche mit geistigen Behinderungen. Christas gesundheitlicher Zustand verbesserte sich nicht. Sie musste die meiste Zeit liegen und aß zu wenig. Die Eltern hofften auf Besserung. Erst mit 5 konnte Christa allein laufen. Eine Krankenschwester schrieb an Christas Eltern: Ihrer kleinen Christa geht es Gottlob gut. Sie ist ein kleines, niedliches Wesen, das aber leider kaum Fortschritte macht. Körperlich ist sie ja ganz kräftig geworden. Sie steht jetzt auch auf ihren kleinen Beinchen. Es tut uns immer leid, wenn wir den Eltern so wenig Fortschrittliches von ihren Kindern berichten müssen. Aber es liegt ja nicht in unserer Hand. Wir können die Kleinen nur gut pflegen und versorgen, aber Gesundheit können wir nicht geben.
Mit freundlichen Grüßen. Heil Hitler, Oberin. Die letzte Seite der Krankengeschichte von Christa Gabriel mit dem Verlegungsstempel nach Pirna-Sonnenstein im Jahre 1940. Am 2. Oktober, sie war noch nicht einmal 7 Jahre alt, wurde Christa zusammen mit 38 anderen Kindern und Jugendlichen in der Gaskammer ermordet. Die Patienten und Heimbewohner aus Heil- und Pflegeanstalten wurden mit Bussen nach Pirna-Sonnenstein transportiert. Ärzte stuften sie zuvor als lebensunwert ein. Auch von den Mitarbeitern der Tötungsanstalt gibt es Zeugnisse in der Gedenkstätte. Paul Rost, Leiter des Transport- und Polizeikommandos, gab zu Protokoll: Manchmal haben wir Transporte in der Woche gemacht mit 4 Fahrzeugen und dann wieder wochenlang keine Transporte. Ich hatte mir aufgrund von Namenslisten in den betreffenden Anstalten die aufgeführten Kranken übergeben zu lassen, hatte ihre Wertsachen zu übernehmen und hatte die Kranken und ihre Sachen in Sonnenstein dann abzugeben. Pfleger und Schwestern führten die Patienten in das Erdgeschoss des Tötungsgebäudes. Ärzte überprüften die Identität der Opfer und legten eine falsche Todesursache fest. Unter dem Vorwand, es ginge ins Bad, führte das Pflegepersonal die Patienten zunächst in den Warteraum im Keller. Hier mussten sich die Menschen vollständig entkleiden und in die als Duschraum getarnte Gaskammer gehen. Pflegekräfte schlossen die luftdichte Tür. Ein Arzt öffnete im Nebenraum die mit Kohlenmonoxid gefüllten Gasflaschen. Durch ein kleines Sichtfenster beobachtete er das qualvolle Sterben der Opfer. Spuren der 1942 entfernten Verbindungstür zum Leichenraum sind heute noch erkennbar. Der Leiter der Tötungsanstalt und Arzt Horst Schumann sagte 1966 aus: Wenn ein Transport ankam, wurden die Kranken in einen Auskleideraum geführt und sodann uns Ärzten vorgestellt. Nachdem die sachliche und personelle Richtigstellung der vorgestellten Kranken überprüft war, wurden die Kranken, und zwar etwa 50 Stück, zu dem Warteraum vor den sogenannten Duschraum, Vergasungsraum verbracht. Der Leichenraum. Die Mitarbeiter wurden als Brenner bezeichnet. Sie trugen die Leichen aus der Gaskammer und brachen den Opfern Goldzähne heraus. Die Tötungsärzte entnahmen Gehirne, wenn sie wissenschaftlich interessant schienen. Emil Hackel, ein Leichenverbrenner, erinnerte sich 1966: Wenn es hieß, dass ein Transport kommt, ging unsere Gruppe, sofern sie Dienst hat, herunter und heizte die beiden Öfen an. Das dauerte einige Stunden. Während der Heizarbeiten konnten wir beobachten, wenn die Kranken in den Bade- bzw. Gasraum hineingeführt wurden. Alsdann zogen wir die Leichen auf ein Blech und schoben jeweils 3 bis 4 in den Verbrennungsofen. In 2 Kremierungsöfen der Berliner Firma Heinrich Kori wurden die Leichname der ermordeten Menschen verbrannt. Der aufsteigende Rauch mit beißendem Geruch trug dazu bei, dass sich Gerüchte über die hier verübten Morde bald unter den Einwohnern Pirnas verbreitet hatten. Einen Teil der Asche der Opfer schütteten die Brenner auf den Hang hinter dem Tötungsgebäude ab. Archäologische Untersuchungen von 2001 bis 2008 bestätigten das. Seit 2011 ist die Fläche als Kriegsgräberstätte und Mahnmal gestaltet. Das Schicksal von Wojciech Kowalczyk steht beispielhaft für die Verbrechen an über 1000 Häftlingen der Konzentrationslager Auschwitz, Buchenwald und Sachsenhausen, die in Pirna ermordet wurden.
Der Pole wurde mit hunderten Leidensgenossen aus dem KZ Auschwitz in die Tötungsanstalt gebracht. Die Häftlinge wurden im Rahmen der nationalsozialistischen Mordaktion Sonderbehandlung 14F13 im Sommer 1941 in der Tötungsanstalt Pirna-Sonnstein ermordet. Opfer waren gequälte KZ-Häftlinge, die infolge von Krankheiten oder Behinderungen arbeitsunfähig waren. Kowalczyks Sohn Kazimierz erfuhr erst 30 Jahre später vom Tod seines Vaters in Pirna-Sonnstein. Er stiftete eine Gedenktafel, die die Erinnerung an seinen Vater wachhalten soll. In der Gedenkstätte Pirna-Sonnstein.